Hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar Grid 2 oynuyoruz. 5. bölüme hoş geldiniz. Fark ettiğiniz gibi oyunu Almanca yaptım. İngilizce'de pek çok fazla bir şey anlamıyordum. İşte budur ya. Tamamdır. Oyuna devam edelim bakalım. Hatırladığınız gibi bunu dün bayağı denemiştik. Becerememiştik. Miami ist eine schwierige Strecke. Der Wechsel zwischen Highspeed-Geraden und anspruchsvollen Kurven ist tückisch. Sei vorsichtig. Oradan ortaya aldığım için miydi böyle? Das kostet viel Zeit. Push jetzt. Achte auf deine Front. Da ist ziemlich viel kaputt. Bir kez duvara çarptığında araba sağa sola çekiyor. Nichts, Junge. Es gibt noch andere. Besser durch die Kurven kommen. Achte auf deine Anfahrt und den Winkel, dann hast du am Ausgang mehr Speed. zu viele Autos haben. Wenn man alles gibt. Du hast jetzt ein neues Auto zur Verfügung. Leg weiter so gute Zeiten hin, dann haben noch mehr Hersteller Interesse daran, dass du für sie unterwegs bist. Das ist gute Werbung. Und du hast sicher Freude an deinem neuen Spielzeug. Evet, ortadayız şu anda. Tekrar en zora getirdik. Aslında en zor oynamak biraz saçma gibi mi geliyor ama neyse. Sanırım bazı kısımlarda birinci olamadığım için tekrar oynamam gerekiyor. Oynayalım mı? Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Sei wachsam und behalte ihn im Auge. Er ist heute dein Hauptkonkurrent. Numara 23 diyor, bugün birinci olacak diyor. New Union ist einer der bekanntesten Racing-Clubs in den USA. Fahr in die Top 3, um auf dich aufmerksam zu machen. Jetzt genau seine Rennlinie und geh an ihm vorbei. Gute Leistung, du bist in den Top 3. Gerade ein Ziel abgehakt. Das macht sich gut. Sehr schön. Ein Ziel erfüllt und ein gutes Resultat. Du kannst rundum zufrieden sein. İşte bu ya. 9000 takipçimiz oldu beyler. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Trans America Pacers an. Oder wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Tıkladığımızda sağ sol yapabiliyoruz. Evet. Chicago'da yarış var. Miami'de yarış var. Chicago'da yarış yapalım bakalım. Evet. Hangi arabayı seçelim? Güzel ya. Mustang iyi. Şu ana kadar 124 kilometre. Chicago ist eine Reißbrettstadt. Jede Menge 90-Grad-Kurven erwarten dich. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Jetzt kannst du New Union zeigen, dass das beste Fahrerfeld der Welt in der WSR fährt. Ist auch nicht mehr weit. Als hätte einer deiner Verfolger etwas abgekriegt. Achte auf deine Front, da ist ziemlich viel kaputt. Arabayı bozduk gene çarpmaya. Sağa sola çektik. Ihn fast. Los, übernimm seine Position. Zwei Runden noch. Tekrar başlayalım. Çok kötü oldu. Daha iyi gidiyoruz sanki. Ah be, araba tam çarptı arkaya gidiyor. Drei Runden noch zu fahren. Arabayı çok çarptıkça bozuluyor ya. 2 Runden. Ein Stück voraus hat sich scheinbar jemand rausgedreht. Du kannst den Kerl überholen. Hol weiter auf. Başarabilirsin diyor adam. Daha neyini başaracağız? Du musst deine Position verteidigen. Du wirst nicht mehr die volle Beschleunigung haben. Der Motor ist etwas beschädigt. Also gut, konzentriere dich jetzt auf ein fehlerfreies Rennen und kämpf dich Platz für Platz nach vorne. Der Motor läuft leider nicht mehr astrein. Letzte Runde. Der Erstplatzierte ist über die Linie. Dönmüyor son tarafı diyorum. Das reicht nicht gegen New Union. Gib im nächsten Rennen noch mehr Gas. İlk başta iyi başlamıştı. Bist du in den Top 3? Üçe girdik de önümüzdeki ikinci adam 10 kilometre fark atmış bize ya. Okay, es läuft gut. Wenn du noch 5 Sekunden gut machst, hast du Platz 2. letzte Runde. Siebter Armenier, der... Deine Front ist ganz schön verbeult. Uff ja. Okay, das erste Auto ist im Ziel. Son tura kadar 3. gidilir mi ya? New Union sucht nach einer größeren Herausforderung, also gib sie ihn. Neyse beyler. 5. kısımdan bu kadar. 6. bölümde görüşürüz. Bye bye.